8. November 1992, Phoenix, Arizona, USA. Es ist der Vortag von Angela Brossos Geburtstag. Morgen wird sie 22 Jahre alt, weshalb für heute eine Party geplant ist, um reinzufeiern. Die junge Frau macht sich auf ihrem gerade reparierten purpurroten Mountainbike auf den Weg zur Party, unwissend darüber, dass sie dort niemals ankommen wird und dass sie ihren 22. Geburtstag nicht mehr miterleben wird. Am Ufer des Arizona Canal, der durch die Stadt Phoenix führt, wird schon am nächsten Tag ihr unbekleideter und lebloser Körper gefunden. Es ist ein Anblick des Grauens. Angelas Körper ist von unzähligen Stichen durchlöchert. Der Oberkörper wurde auf Höhe der Taille fast komplett durchgetrennt und zudem fehlt ihr auch noch der Kopf. Dieser wird erst 11 Tage später gefunden. 1,5 Meilen entfernt von ihrem Körper ist er in einem Gitter im Kanal hängen geblieben. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass sowohl der Körper als auch der Kopf tatsächlich zu der verschwundenen Angela Brosso gehören. Abgesehen von dieser Verletzung führten aber bereits die zahlreichen Stiche innerhalb kürzester Zeit zu ihrem Tod. Der unbekannte Täter traf unter anderem ihre Aorta und die Lunge. Es muss ein sehr großes und langes Messer gewesen sein. Mehr wissen die Ermittler jedoch nicht. Weder die Tatwaffe wird gefunden, noch gibt es Zeugen oder Hinweise, die zu einem möglichen Täter führen könnten. Die Gerichtsmedizin kann auch keine fremden DNA-Spuren an Angelas leblosen Körperteilen identifizieren. Angesichts der Tatsache, dass sie unbekleidet ist, liegt die Vermutung nahe, dass sich der Täter ebenfalls an ihr vergangen haben könnte. Auch das kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Polizei steht vor einem grausamen Rätsel und dabei ahnen die Beamten noch nicht einmal das ganze Ausmaß des schockierenden Falls. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie die Ermittler dem Täter auf die Spur kommen, für welche weiteren grausamen Verbrechen der bislang unbekannte Mann sonst noch verantwortlich ist und welche skurrilen Details über sein Leben bekannt werden. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Angesichts dessen, dass es keine Spur zum Täter gibt und die Personen aus Angelas Umfeld schnell als Verdächtige ausgeschlossen werden können, tappen die Ermittler völlig im Dunkeln. Der Fall wird schon bald zum Cold Case, auch wenn die Polizei die Hoffnung nicht aufgibt, den Täter doch noch zu finden. 10 Monate später, im September 1993, kommt dann der große Schock. Eine weitere junge Frau wird im Arizona Canal in Phoenix gefunden, ebenfalls unbekleidet und ähnlich grausam zugerichtet wie Angela. Es handelt sich um die 17-jährige Melanie Burness, wie die Gerichtsmediziner schon bald feststellen können. Melanie wurde schon von ihren Eltern vermisst gemeldet, weil sie nicht nach Hause kam. Sie hatte sich an dem Tag ihres Verschwindens bei der Schule krank gemeldet, doch in Wirklichkeit war sie gar nicht krank, sondern wollte an dem schönen Tag eine Fahrradtour machen, wie einige ihrer Freunde später gegenüber der Polizei berichten. Sie fuhr am Arizona Canal entlang und muss dort ihrem Mörder begegnet sein. Angesichts des Zustandes und des Fundortes ihres leblosen Körpers liegt für die Polizei sofort die Vermutung nahe, dass derselbe Täter zweimal zugeschlagen hat. Zwar wurde Melanies Kopf nicht von ihrem Körper getrennt, aber auch auf sie wurde mit einem vergleichbaren Tatwerkzeug unzählige Male wie wild eingestochen. Wie bei Angela wurde auch bei ihr die Aorta und die Lunge getroffen. Zusätzlich wurde ihr jedoch eine Art Kreuz in den Oberkörper geschnitten, auf dem die Buchstaben WSC eingraviert sind. Was das zu bedeuten hat, ist den Ermittlern ein Rätsel. Auch bei Melanie kann die Polizei keine fremde DNA feststellen und es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wer die Tat begangen haben könnte. Es wird jedoch alles, was an Beweisstücken aus den beiden Fällen vorhanden ist, sorgfältig aufbewahrt. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Polizisten noch nicht, dass sich genau diese Entscheidung im Laufe der weiteren Ermittlungen noch als äußerst hilfreich erweisen wird. In der Zwischenzeit macht sich in der Wüstenstadt Phoenix langsam die Angst breit. Offensichtlich ist ein Serienmörder unterwegs, der wahllos junge Frauen überfällt, sich an ihnen vergeht und ihre Leben auf abscheuliche Art und Weise beendet. Und es ist anscheinend jemand, der vollkommen unauffällig ist und es schafft, bei seinen Taten weder gesehen zu werden noch Spuren zu hinterlassen. In der Stadt breitet sich ein unheimliches Gefühl aus und die Polizei macht sich schon darauf gefasst, im Laufe der nachfolgenden Zeit noch mehr übel zugerichtete, leblose Körper im Arizona Canal zu finden. Dann wird es jedoch allen Erwartungen entgegen etwas ruhiger in der Stadt. Den Ermittlern wird kein weiterer Frauenmord, der zu dem üblichen Tatbild passt, bekannt. Das bleibt auch in den nächsten Jahren so. Was auch so bleibt, ist aber zum Unglück der Polizei und der Angehörigen, dass die Ermittlungen keine Fortschritte machen.
Zwar haben die Ermittler um Tipps aus der Bevölkerung gebeten und viele Leute haben sich gemeldet, doch alle bisherigen Hinweise sind unbrauchbar. Es gibt keinerlei mögliche Spur zu einem Täter. So vergehen schließlich 6 Jahre. Immerhin scheint sich der Serienkiller mit den 2 Morden zufrieden gegeben zu haben, oder er treibt sein Unwesen inzwischen woanders. Im Jahr 1999 gibt es dann plötzlich einen ungeahnten Erfolg in den Ermittlungen. Die Polizei stellt bei einer erneuten Überprüfung der Beweismittel fest, dass der Täter entgegen der ersten Erkenntnisse doch seine DNA an seinen Opfern hinterlassen hat. Die Gerichtsmedizin vergleicht die Proben aus Angelas und Melanies Fall und stellt fest, dass die DNA übereinstimmt. Die Vermutung, dass es sich um einen und denselben Täter handelt, ist also wahr. Damit endet der Ermittlungserfolg dann aber auch wieder. Die Polizei weiß jetzt zwar, dass beide Frauen von demselben Mörder umgebracht wurden, doch sie weiß immer noch nicht, wer der Täter ist. Sie haben keine Verdächtigen, also können sie die Proben nicht mit möglichen Tätern abgleichen. Der Mörder scheint auch nicht polizeibekannt zu sein, denn sonst wäre seine DNA in der Datenbank gespeichert. Weitere Jahre vergehen ohne Fortschritte in den Ermittlungen. Im August 2013 wird dann eine weitere Frau gefunden. Unbekleidet und ohne Kopf, wie auch Angela Brosso, jedoch fehlen ihr zusätzlich auch noch ihre Hände. Ihr gesamter Körper ist durch die natürliche Zersetzung inzwischen in einem sehr schlechten Zustand und der Fundort liegt, anders als bei den anderen Frauen, mitten in der Wüste. Ein Farmer fand die bislang noch nicht identifizierte Frau, als er nach ungewöhnlich starken Regenfällen sein Land überprüfte. Der Körper wurde anscheinend dorthin gespült, denn er treibt in einem normalerweise ausgetrockneten Flussbett, das jetzt mit schlammigem Wasser gefüllt ist. Anhand ihrer Knochen und ihrer DNA wird die junge Frau identifiziert. Es handelt sich um Adrienne Salinas, die am 16. Juni 2013 vermisst gemeldet wurde und die in der 30 Meilen vom Fundort entfernten Stadt Temp wohnt. Temp grenzt direkt an Phoenix an und der Arizona Canal führt auch dorthin durch. Die Ermittler vermuten, dass ihr Körper bei den starken Regenfällen aus dem Arizona-Kanal weggeschwemmt und durch die Strömung in die überflutete Wüste getragen wurde. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2013 war Adrienne auf dem Weg zu ihrem festen Freund, der ebenfalls in Temp lebte. Sie hatte sich ein Taxi gerufen und sich mit dem Fahrer an einem Treffpunkt verabredet, doch dort kam sie niemals an. Sie verschwand an diesem Abend spurlos und es gab keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Der Taxifahrer und Adriennes Freund, die kurzfristig verdächtigt wurden, konnten beide ihre Unschuld beweisen. Nur auf das Auto des Täters gibt es einen Hinweis. Eine Überwachungskamera fing Adriennes Bild an einer wenig befahrenen Straßenecke ein und kurz darauf ist zu sehen, wie ein dunkler Kombi um die Ecke biegt, als würde er der jungen Frau folgen. Das ist für die Ermittler jedoch zu wenig Material, um den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Fremde DNA wird an Adrienne diesmal tatsächlich nicht gefunden, was angesichts des Zustands ihres Körpers wenig überraschend ist. So tappt die Polizei nun auch noch in einem weiteren Fall im Dunkeln. Ob der Mord an Adrienne überhaupt vom selben Täter begangen wurde, ist unklar, da sich das Verbrechen etwa 20 Jahre später ereignete als die anderen Taten. Dennoch sehen die Ermittler Parallelen, die in ihren Augen darauf schließen lassen, dass die Serienmorde nun weitergehen oder vielleicht gar nicht aufgehört hatten. Möglicherweise wurden bisher einfach noch keine weiteren Opfer entdeckt. Kurz nach diesem neuen Ermittlungsansatz wird es dann aber schon wieder ruhig. 2 Jahre vergehen ohne weiteren Mord, bei dem die Spuren auf eine mögliche Verbindung zu den anderen bisher bekannten Fällen hindeuten. Stattdessen gelingt den Ermittlern dann im Januar 2015 plötzlich der Durchbruch. Sie haben die Ideen, die Akten aus alten Fällen in der Gegend von Phoenix durchzusehen, bei denen ebenfalls Frauen mit einer ähnlichen Tatwaffe angegriffen wurden. Bei ihren Ermittlungen treffen die Beamten nun auf den Fall einer Frau, die im Jahr 1988 in der Paradise Valley Mall in Phoenix attackiert wurde. Sie überlebte und zeigte den Täter an, woraufhin dieser schon kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Es handelte sich um einen Mann namens Brian Patrick Miller, der zu der Zeit erst 17 Jahre alt war. Für den Angriff auf die Frau kam er 1 Jahr lang in den Jugendvollzug. Die Ermittler haben das Gefühl, dass sie jetzt endlich auf der richtigen Spur sind. Sie überprüfen daher, ob Miller nochmal auffällig wurde und wie sein weiteres Leben verlief. So finden sie heraus, dass er im Jahr 1998 nach Washington zog und dort im Jahr 2002 verhaftet wurde, weil er einer Frau in den Rücken gestochen hat. Er behauptete allerdings, dass die Frau, die er im Auto mitgenommen hat, ihn angriff und er nur aus Notwehr handelte. Miller saß in U-Haft, aber im Gerichtsprozess entschied die Jury zu seinen Gunsten, sodass er wieder auf freien Fuß kam.
Er war zu der Zeit bereits verheiratet und hatte eine kleine Tochter. Im Jahr 2003 kehrte er zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter nach Phoenix zurück, was die Beamten seinem Profil auf der Online-Plattform LinkedIn entnehmen. 2006 ließ sich seine Frau dann jedoch von ihm scheiden. Nach weiteren Recherchen erfahren die Ermittler dann Erstaunliches. Miller ist in einigen Kreisen der Stadt Phoenix eine Art Lokalpromi. Er nimmt regelmäßig an Fantasy-Kostümpartys teil und führt seit 2011 sogar eine Art Parallelexistenz in einer ausgedachten Rolle, die er in seiner Freizeit gerne spielt: der Zombiejäger. Er verkleidet sich hierbei mithilfe einer Maske im Steampunk-Look und einer Art abgenutzt wirkender Uniform, die wie eine Requisite aus einer düsteren Filmproduktion wirkt. In seiner selbst aufgelegten Rolle als Zombiejäger fährt Miller auch ein auffälliges Auto. Ein ausgedientes Polizeifahrzeug, das er mit Kunstblut überschüttet hat und das mit der Aufschrift Zombie Hunter verziert wurde. Außerdem sitzt auf der Rückbank häufig eine lebensgroße Puppe, die Miller zu einer Art Zombie gestaltet hat. Wie die Polizei später von Millers Freunden erfährt, steckt er all sein weniges Geld in das Auto und seine kostümierte Identität. Er scheint regelrecht versessen auf seine Rolle und die damit verbundene Anerkennung zu sein. Fotos von seinen Auftritten kursieren im Internet, doch niemand hätte wohl gedacht, dass sich hinter dem gespielten Zombiejäger ein Mann verbergen könnte, der auch in der echten Welt auf die Jagd nach Menschen geht. Bisher ist all dies für die Beamten jedoch nur ein Verdacht. Beweisen können sie ihm noch nichts, denn dafür bräuchten sie Millers DNA. An eine Probe zu kommen, erweist sich dann aber sogar leichter als gedacht. Sie arrangieren ein gefaktes Jobinterview mit ihm, was ihm gerade recht kommt, da er aktuell nur einen sehr schlecht bezahlten Job als Paketverpacker in einem Versandlager hat. Nach dem Interview nehmen sie den Becher mit, aus dem er getrunken hat, und schon haben sie eine Probe seiner DNA. Als die Beamten bereits kurze Zeit später das Ergebnis der Untersuchung erreicht, können sie ihren Augen kaum glauben. Tatsächlich haben sie endlich den bislang unbekannten Serienmörder gefunden, der die Gegend rund um die Stadt Phoenix seit Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt hat und der in Medienberichten bereits unter dem Spitznamen Kennel Killer bekannt wurde. Die Beamten fahren sofort zu ihm nach Hause und lassen die Handschellen klicken. Bei der nachfolgenden Hausdurchsuchung stellen die Ermittler fast 400 Beweismittel sicher und brauchen etwa 62 Seiten, um sie alle in ihrem Durchsuchungsbericht aufzulisten. Unter den Gegenständen befinden sich nicht nur stapelweise Comichefte, etliche 3D-Brillen, Handys und Zombiejäger-Accessoires, sondern auch Millers Computer, auf dem seine Social-Media-Aktivitäten ersichtlich sind. Hierbei machen die Ermittler eine beunruhigende Entdeckung. In einem Internetportal hat Miller zahlreiche Bilder von unbekleideten und kopflosen Frauen geliked. Zwar handelt es sich hierbei um gemalte Bilder, trotzdem ist für die Beamten der Polizei hierdurch Millers Vorliebe für solche Anblicke zu erkennen. Notizen und Zeichnungen, die ebenfalls gefunden werden, lassen auf kranke Fantasien schließen. Trotz der DNA-Beweise plädieren Miller und seine Verteidigung nun tatsächlich auf nicht schuldig. Das Ganze mit der Begründung, dass Miller an einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Er sei in jungen Jahren von seiner Mutter misshandelt worden. Sein Vater starb, als Miller 5 Jahre alt war, und danach habe seine Mutter eine gewalttätige Persönlichkeit entwickelt. Laut Millers Angaben gehörten sowohl körperliche als auch seelische Gewalt zu fast jedem Tag seines frühen Lebens, genauso wie strenge Kontrolle und Bestrafung sowie intime Übergriffe durch seine Mutter. Millers Aussagen können nun nicht mehr zweifelsfrei nachgeprüft werden, da seine Mutter 2010 gestorben ist und keine eindeutigen Beweismittel mehr vorliegen. Die Cousine seiner Mutter bestätigt im Rahmen der Begutachtung aber, dass diese extrem streng war, ihrem Sohn ständig für alles die Schuld gegeben hat und ihn bestraft hat. Angeblich so sehr, dass er Angst vor ihr hatte und von zu Hause flüchten wollte. Die Cousine meint, seine Mutter habe eine Art gespaltene Persönlichkeit gehabt, die von einer Sekunde auf die andere von vermeintlich liebevoll in gehässig und grausam umschlagen konnte. Für den schüchternen, stillen Jungen sei diese Situation unerträglich gewesen, doch das Gericht hat eine klare Meinung zu den Ausführungen der Verteidigung. Was auch immer Miller passiert ist, rechtfertigt nicht, was er getan hat, solange er von den Gutachtern als schuldfähig eingeschätzt wird. Daher wird es schon kurze Zeit später für die 2 vorsätzlichen Morde, Entführungen und Übergriffe an Angela Brosso und Melanie Burness zum Tode verurteilt. Der Fall Adrienne Salinas bleibt jedoch bis heute ungeklärt. Mangels eindeutiger DNA-Spuren kann Miller nicht nachgewiesen werden, dass er auch in diesem Fall der Täter ist. Für die Tat spricht, dass er neben seinem Zombiejäger-Auto noch einen schwarz-matten Ford Escort hat und in der Nacht, als Adrienne verschwand, weniger als 1 Meile entfernt auf einer Party war.
Neben diesem offiziell noch ungeklärten Fall wird sogar vermutet, dass Miller noch weitere Opfer hatte. Darunter ein Mädchen namens Brandy Myers, die wie Angela Brosso bereits im Jahr 1992 umgebracht wurde. Millers Ex-Frau berichtet außerdem, dass er ihr erzählt hat, er habe ein Mädchen ermordet, das eines Tages an seiner Haustür geklingelt habe, um Spenden für die Schule zu sammeln. Er habe sie ins Haus gelockt, diverse Male auf sie eingestochen und auch ihren Körper schwer zugerichtet. Bislang konnte ihm jedoch keine der anderen Taten nachgewiesen werden. Fest steht jedoch, dass Miller jahrzehntelang für alle in seinem Umfeld als harmloser, wenn auch etwas exzentrischer Mensch galt. Nur seine Ex-Frau wusste, wie er wirklich war. Trotzdem lebte seine Tochter nach der Scheidung bei ihm. Ihr gegenüber zeigte er sich laut Berichten der Familie sogar als vorbildlicher Vater und es wird vermutet, dass sie von seiner anderen Seite nichts wusste. Außenstehende und Bekannte der Familie haben es jedenfalls nicht geahnt. Millers bester Freund, der ebenfalls Teil der Fantasy-Kostümszene ist, beschreibt ihn als freundlichen, lustigen und eher schweigsamen Mann. Die Beamten halten es für möglich, dass sich Miller mit sich selbst auch nicht ganz einig über seine Taten war. Das schließen sie zumindest daraus, dass er in der Zeit vor seiner Verhaftung plötzlich in die Kirche ging, obwohl er allgemein als nicht religiös bekannt war. Er mietete auch sein Haus von dem ortsansässigen Pastor und seine Tochter wurde regelmäßig zum Gottesdienst abgeholt. Für die Ermittler in diesem Fall erschien Miller wie ein Mann mit zwei Gesichtern. Er hat eine scheinbar harmlose Fassade, doch wenn niemand hinsieht, lebt er seine grausamen Fantasien aus. Wie sich ebenfalls im Laufe der Ermittlungen herausstellte, war Miller zusammen mit seiner Mutter bereits in jungen Jahren in Therapie. Aus alten Berichten und Aufzeichnungen geht hervor, dass Miller die Puppensammlung seiner Mutter zwischen den Beinen aufgeschlitzt hat und eine Art Plan verfasst hat, wie man Frauen das Leben nimmt, um sie dann zu kochen und zu essen, wobei er den Kopf als Andenken aufbewahren würde. Dass sich Millers Mutter diesen Plan ihres Sohnes nicht ausgedacht hat, beweisen seine eigenen Aufzeichnungen darüber, die die Beamten der Polizei als Beweisstücke in Millers Wohnräumen sicherstellen konnten. Trotz mehrerer Therapieversuche und seinem Angriff auf die Frau im Alter von 17 Jahren nahm niemand seine psychische Verfassung ernst genug. Diesen Angriff begründete er später damit, dass die Frau seiner Mutter ähnlich sah oder alternativ auch damit, dass er einfach wissen wollte, wie es sich anfühlt, eine solche Tat zu begehen. Ohne frühzeitige Interventionen konnte Miller jahrzehntelang frei herumlaufen und seine abscheulichen Fantasien ausleben. Einige Ermittler vermuten, dass die Rolle als selbsternannter Zombiejäger Miller eine Möglichkeit dazu gegeben haben könnte, seine Mordlust zu kompensieren. Er schuf sich eine mächtige Persönlichkeit und gewann dadurch Anerkennung. Andere Vermutungen lauten hingegen, Miller wollte dadurch der Realität und seinen schlimmen Erinnerungen entfliehen, doch im Hinblick auf seine abstoßenden Verbrechen wird schnell klar, dass ihm diese vorgespielte Rolle irgendwann nicht mehr ausreichte. Brian Patrick Miller kann nun jedenfalls keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Er wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen, wo er selbst möglicherweise nicht mehr als Jäger, sondern als Gejagter gilt, da er sich durch die Art seiner Verbrechen bei den anderen Insassen vermutlich alles andere als beliebt gemacht hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.